Will you state your full name, please? Franz Fliegelberger. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nicht nothing. Nicht verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You must sit down. Herr Zeuge, seit welchem Jahre sind Sie im Justizministerium tätig gewesen? Ich war zunächst Richter erster und zweiter Instanz und bin im Jahre 1918 zunächst als Hilfsarbeiter und dann als geheimer Rat in das Ministerium einberufen worden. Wann sind Sie Staatssekretär geworden? 1931. In welcher Zeit haben Sie nach dem Tode des Reichsjustizministers Gürtner die Geschäfte des Justizministers geführt? Von Januar 1941 bis August 1942. Waren Sie Mitglied der Partei? Ich war ursprünglich nicht Mitglied der Partei. Ich habe auch niemals einen Antrag auf Eintritt in die Partei gestellt. Zu meiner großen Überraschung erhielt ich am 30. Januar 1938 ein Schreiben des Chefs der Kanzlei des Führers, dass der Führer meine Aufnahme in die Partei verfügt habe. Ich konnte dieses Schreiben natürlich nicht zurückweisen und möchte mich als ein unfreiwilliges Mitglied der Partei bezeichnen. Haben Sie in einem sehr engen persönlichen Kontakt mit Minister Gürtner gestanden, sodass Sie fortlaufend von ihm über alle Fragen, nicht nur des Justizministeriums, sondern auch über alle allgemeinen Regierungsfragen orientiert worden sind? Ja. War Gürtner bereits in dem Kabinett Papen Justizminister? Ja. War Gürtner vorher bereits im Lande Bayern Justizminister? Ja. Unterschied sich die Tätigkeit der Gesamtregierung, die zu Kabinettssitzungen zusammentrat, in der ersten Zeit des Kabinetts Hitler? Nein. Ich meine die Zeit bis zum Erlass des Ermächtigungsgesetzes von der bisherigen Praxis. Nein. Die Vorlagen wurden eingehend durchgesprochen und abweichende Meinungen erörtert. Änderte sich dies nach Erlass des Ermächtigungsgesetzes? Ja. Die Märzabstimmung und die Annahme des Ermächtigungsgesetzes durch den Reichstag hatte die Stellung Hitlers stark befestigt. Zunächst war Hitler durchaus zurückhaltend, Hindenburg gegenüber bescheiden, vielleicht sogar verlegen. Nunmehr war er von dem Gedanken erfüllt, dass er der Vollstrecker des Volkswillens sei. Vielleicht kann man das damit erklären, dass Hitler
seine ganze Tätigkeit auf Gewinnung der Massen erstreckt hatte, dass er nunmehr Erfolge sah, dass er glaubte, den Willen des Volkes richtig zu beurteilen, dass er sich für die Verkörperung des Volkswillens hielt und dass er dessen Autorität durchsetzen wollte. Hatte die Vereinigung der Stellung des Reichskanzlers mit der des Reichspräsidenten im August 1934 über die allgemeinen staatsrechtlichen Folgen hinaus noch einen Einfluss auf die Stellung und die Funktion des Kabinetts? Ja, ich sehe in diesem Gesetz die letzte Stufe zur Konzentrierung aller Macht in der Person Hitlers. Und ich beurteile dieses Gesetz besonders deshalb so wichtig, weil es durch Volksentscheid allgemein gebilligt wurde. Kam diese Entwicklung auch für das Gesetz über die Ministervereidigung vom 16. Oktober 1934 zum Ausdruck? War für die Minister nunmehr eine Gehorsamspflicht gegenüber dem Führer und Reichskanzler festgesetzt worden? Ja, und dieses Gesetz führte dahin, dass die Minister jetzt ebenso wie anderen Beamten weisungsgebunden waren. Hatten die Minister nunmehr noch die Möglichkeit, auf eigenen Wunsch ihre Demission zu erlangen? Nein. Wurde durch spätere Gesetze die Tätigkeit des Kabinetts noch weiterhin eingeschränkt? Ja, ich denke an das Gesetz über den Vierjahresplan und über den Ministerrat für die Rechtsverteidigung. Wurden erhebliche Teile der Regierungstätigkeit auf Sonderstellen dezentralisiert? Ich denke hierbei an die Stellung der Gauleiter, Reichskommissare, Zivilverwaltungschefs. Ja, die Gauleiter wurden zu Recht Statthalt ernannt und zu Recht Verteidigungskommissaren. Es wurde geschaffen der Generalbevollmächtigte für die Verwaltung, der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft und für den Arbeitseinsatz. Trat durch das Gesetz über die Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933 nunmehr eine Zusammenarbeit zwischen Partei und Staatsstellen in der Praxis in Erscheinung? Oder wie entwickelten sich tatsächlich die Verhältnisse? Wer an diese Zusammenarbeit geglaubt hatte, wurde sehr bald schwer enttäuscht. Von vornherein zeigten sich schwere Gegensätze zwischen den staatlichen Stellen und den Parteistellen. Und ich kann wohl aus meiner Erfahrung sagen, dass ein außerordentlich großer Teil der Arbeit dadurch notwendig wurde, dass die staatlichen Stellen die Einflussnahme der Parteistellen überwinden mussten. Zu welchem Zwecke und unter welchen Voraussetzungen wurde das Ermächtigungsgesetz im März 1933 dem Reichstag vorgelegt? Das Ermächtigungsgesetz, das sich ja nennt Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, wurde erlassen, weil der schwierige Apparat des Reichstags zu langsam arbeitete und man schleunige Gesetze schaffen musste. Man hatte aber ins Auge gefasst,
mit dem Ermächtigungsgesetz nur für eine vorübergehende Lösung zu finden und hat es deshalb auf 4 Jahre befristet. Es ist dann später wiederholt verlängert worden. Aus welchen Gründen wurden Sondergerichte eingerichtet und welche Besonderheiten bestanden für diese Verfahren? Sondergerichte wurden schon im Zeitpunkt des Kabinetts Brüning im Jahr 1931 vorübergehend eingerichtet. Und sie wurden jetzt wieder geschaffen, weil man auf diese Weise Dinge, die besondere Beschleunigung bedurften, schleunigst erledigen wollte. Diese Beschleunigung war aber nur zu erreichen, wenn man Rechtsmittel ausschloss. Um aber ungerechte Verfahren und ungerechte Urteile beseitigen zu können, hat man eine Reihe von Kautelen geschaffen. Und zwar erstens wurden die Wiederaufnahme des rechtskräftig geschlossenen Verfahrens zugunsten des Angeklagten erleichtert. Zweitens wurde die Nichtigkeitsklage an das Reichsgericht bewilligt, die dahin führte, dass das Reichsgericht das Urteil aufheben und durch ein anderes ersetzen konnte. Und schließlich schuf man den außerordentlichen Einspruch an das Reichsgericht, mit dessen Hilfe ein ganz neues Verfahren beginnen konnte. Schließlich hat man eine Verteidigung von Amts wegen eingeführt. Ich darf betonen, dass die Sondergerichte und die Hilfsmittel, die Rechtsbehelfe, die ich erwähnte, durchaus ebenso zugunsten wie zu Ungunsten der Angeklagten in Tätigkeit getreten sind, dass es sich bei diesen Sondergerichten um ordentliche Justizgerichte, nicht um Ausnahmegerichte handelt und dass sie mit 3 Berufsrichtern besetzt waren. Was haben Sie bezüglich des Gesetzes vom 3. Juli 1934 zu sagen, durch das die Maßnahmen Hitlers am 30. Juni 1934 gerechtfertigt worden sind? Nach der Erklärung Hitlers und nach dem Wortlaut des Gesetzes betraf dieses ausschließlich die SA-Leute, die nach der damals glaubhaften Erklärung Hitlers eine Revolte beabsichtigten. In diesem Maße war das Gesetz durchaus zu rechtfertigen, denn die Revolte bedeutete einen Staatsnotstand im Sinne des allgemein in Deutschland anerkannten Begriffes. Anders lag es mit Opfern des Vorganges, die nicht zu diesen Mitgliedern der Revolte gehörten. Und Hitler hat erklärt, dass insoweit die Fälle gerichtlich verfolgt werden sollten. Es sind dann auch eine Reihe von Verfahren anhängig gemacht, die mit schweren Verurteilungen geendet haben. In einer Reihe von Fällen indessen hat Hitler von dem ihm gesetzlich zustehenden Niederschlagungsrecht Gebrauch gemacht, zum Beispiel im Fall Klausner und Edgar Jung. Und infolge dieser Niederschlagung war in diesen Fällen mit Hilfe der Justiz ein Verfahren nicht mehr möglich. Hatten Sie
und der Reichsjustizminister Gürtner vor der Beschlussfassung über die Nürnberger Gesetze auf dem Reichsparteitage von diesen Kenntnis? Nein. Ich selbst war bereits vom Reichsparteitag abgereist und erfuhr von diesen Gesetzen auf der Reise, entweder durch Zeitungen oder durch Radio. Der Rechtsminister der Justiz, Dr. Gürtner, ist, wie ich von ihm bestimmt weiß, von der Absicht der Einbringung dieser Gesetze vorher nicht unterrichtet worden. Was bezweckte die Übernahme der Justiz durch das Reich? Die Übernahme der Justiz durch das Reich lag zunächst im allgemeinen Zug der Zentralisierung. Aber darüber hinaus hat das Reichsjustizministerium diese Übernahme mit größter Energie betrieben. Die Landesjustizministerien waren überall mit nationalsozialistischen Ministern und wohl auch Staatssekretären besetzt. Und es hatten sich hierbei eine Reihe von Missständen ergeben. Die Übernahme der Justiz auf das Reich hatte die Wirkung, dass nunmehr die Justiz in die Hände eines nicht-nationalsozialistischen Justizministers und seines Staatssekretärs gelangten. Wie war das Verhältnis zwischen den Parteidienststellen und dem Justizministerium? Infolge der Übernahme der Justiz auf das Reich konzentrierten sich sehr bald starke Einflussbestrebungen der Partei gegen das Reichsjustizministerium. Zunächst auf dem Wege der Personalpolitik. Die Rechtslage war so, dass nach einer Anordnung des Führers vor einer Ernennung eines Richters oder eines höheren Justizbeamten die Partei gehört werden musste. Die Partei hat sich aber damit nicht beschränkt, zu dem Kandidaten des Justizministeriums sich zu äußern, sondern er hat selbst mit Nachdruck Kandidaten lanciert. Sobald der Minister und später auch ich die Überzeugung gewannen, dass die Partei einen ungeeigneten Mann auf dem Platz haben wollte, haben wir dem widerstrebt und uns damit geholfen, dass die Stelle offen blieb. Sie ist dann später mit vielleicht anderen, aber jedenfalls auch nach unserer Auffassung, geeigneten Männern besetzt worden. Wiederholt haben wir beobachtet, dass Parteistellen in Zivilprozessen sich an die Richter heranmachten und sie glauben machen wollten, dass im öffentlichen Interesse diese oder jene Entscheidung geboten sei. Um die Richter diesen peinlichen Erörterungen zu entziehen, ist auf Vorschlag des Reichsjustizministers das Gesetz über die Mitwirkung der Staatsanwaltschaft in Zivilsachen ergangen, wonach nunmehr der Richter, dem eine solche Mitteilung gemacht wurde, der Parteistelle sagen konnte, wenden Sie sich an die Staatsanwaltschaft. Sie ist dazu berufen, die öffentlichen Interessen geltend zu machen. Ich erinnere mich weiter eines Falles, in dem der damalige Gauleiter Adolf Wagner in München erklärt hatte, er würde in einem Zivilprozess auftreten, ungeladen, und eine Rede halten, um die Gerichte davon zu überzeugen, dass die der Partei angehörige Zivilprozess Partei Recht habe. Ich habe damals im Auftrag des Justizministers
Angeklagten Hess aufgesucht und ihn gebeten, das Auftreten Gauleiters Wagner zu verhindern. Diesem Wunsch ist entsprochen worden. Ein weiteres Mittel, die Justiz zu beeinflussen, bestand in der Anprangerung von unbeliebten Urteilen oder unbeliebten Richtern. Diese Anprangerung diente die SS-Zeitung Schwarzes Korps. Und der Justizminister und der Staatssekretär. Has this evidence bear upon the Reich Cabinet? Ja. Der Zeuge kennt die Verhältnisse im Justizministerium, diesem Einzelministerium, aus eigener Tätigkeit besonders gut. Ich beschränke mich auf einige ganz prägnante Fälle, in denen die Lage eines Ministeriums klargestellt wird. Ich habe über diesen Punkt dann keine weiteren Fragen mehr. Ich glaube auch, dass der Zeuge ziemlich am Ende seiner Antwort ist. Go on, then. Der Schwarze Korps hat dann wiederholt versprochen, diese Anprangerung aufzugeben, hat aber das Versprechen nicht gehalten. Der Justizminister hat jede Gelegenheit einer Konferenz mit dem Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte benutzt, um ihnen zu sagen, sie sollten die Richter auf ihre Unabhängigkeit aufmerksam machen und jeden Einschüchterungsversuch zurückweisen und in schwierigen Fällen an die Minister zu berichten. Ist das Justizministerium bei Ihnen bekannt gewordenen Fällen von Misshandlungen und Exzessen in Konzentrationslägern eingeschritten? Nach meiner Information ist der Justizminister in allen ihm bekannt gewordenen Fällen eingeschritten. Er hat bereits im Jahre 1933 zwei im Justizministerium beschäftigte Staatsanwälte eigens mit der Aufgabe eingesetzt, allen diesen gemeldeten Fällen an Ort und Stelle nachzugehen und sie mit größtem Nachdruck zu verfolgen. Die Verhandlungen haben dann auch stattgefunden und mit vielfachen Verurteilungen geendet. Seit 1939, der Einführung der besonderen Gerichtsbarkeit für die SS, sind diese Dinge dann der Zuständigkeit des Justizministeriums entzogen. Wie waren die persönlichen Beziehungen der Minister zu Hitler? Ich glaube, man muss unterscheiden. Die Beziehungen Hitlers zu den Parteiministern und zu den Nichtparteiministern. Soweit die Minister nicht der Partei angehörten, waren sie ihm fernstehend. Er hat ihnen weites Misstrauen entgegengebracht. Auch bezüglich der Parteiminister waren nach meinem Eindruck die Beziehungen sehr verschieden. Ich glaube, dass zum Beispiel die Minister Rust und Daré ihm viel ferner standen als zum Beispiel Göring und Goebbels. Aber auch die Parteiminister hat Hitler sein Misstrauen nicht vorenthalten. Das kommt ja allein schon dadurch zum Ausdruck, dass, soweit mir bekannt, selbst Parteiminister jahrelang nicht mehr zum Vortrag zum Führer zugelassen worden sind. War der Kreis der engeren Vertrauten um Hitler aus den Ministerkreisen verhältnismäßig klein? Ja, der Kreis war sehr klein. Er beschränkte sich nach meiner Kenntnis auf wenige Personen. Hat Hitler Maßnahmen ergriffen, um eine gemeinsame Arbeit der Kabinettsmitglieder oder überhaupt einen persönlichen Konnex der Minister unter sich zu verhindern?
Hitler stand auf dem Standpunkt, dass ein häufiges Zusammensein der Kabinettsmitglieder ihm unerwünscht ist. Er hat dann auch mit Nachdruck seit 1938 alle Versuche, wieder zu einer Kabinettsbildung zusammentreten zu können, unterbunden und sogar nicht-amtliche Zusammenkünfte, etwa in Form eines Bierabends, ausdrücklich verboten. Ist Ihnen und dem Justizminister Gürtner vor Ausbruch des Krieges oder vor Beginn einer der späteren kriegerischen Aktionen etwas über die Pläne Hitlers bekannt geworden? Nein, ich darf Folgendes bemerken. Ich hatte die Absicht, im Spätsommer 1939 einen Kur in Marienbad zu absolvieren. Ich habe deshalb, weil die Lage spannungsvoll war, den Justizminister befragt, wie er darüber dächte. Und er hat mir damals geantwortet, fahren Sie ruhig hin. Ich halte das für völlig ausgeschlossen, dass es zu kriegerischen Ereignissen kommen wird. Ich bin dann auch nach Marienbad gefahren und erst Anfang September, als der Krieg ausbrach, zurückgekehrt. Ich habe das Verhör beendet.